Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale. Es ist ja abwechselnd mit dem Account, ne? Hier Gold, Magier und 12 Eisgeister. Ich habe gerade eine Silbertruhe geöffnet. Das Turnier habe ich schon gespielt. Ich habe beim Turnier, da habe ich außerdem noch die 20 bekommen und die 1000. 1000 Gold habe ich bekommen und 20 Mal habe ich den Riese bekommen. Der wohl jetzt mittlerweile Level 8 ist. Nice. Ich bin Level 11, das war schon letztes Mal, aber so das Angebot kaufe ich mir schon mal nicht. Aber Folge 30, da wird ein Angebot kommen. Wahrscheinlich werden wir dort für... Warte, ich muss nachdenken, wie viel. Ich glaube, also wir werden drei von denen... Wir werden auf jeden Fall, kann ich euch sagen, entweder eine von denen oder drei von denen. Ja, eine von beiden werden. Drei von den kleinen oder eine von den großen. Auf jeden Fall, heute hatte ich Lust, mit euch ein bisschen Duo-Kampf zu machen, ein paar Decks demonstrationieren. Oder ich benutze mein gutes altes hier. Und wir machen heute ein paar Dop-Duo-Kämpfe, weil das eine Abwechslung ist zu normalen und nur Duo. Heute werden wir nur Duo-Kämpfe machen, sage ich jetzt für die, die Bock haben auf Duo. Dann setze ich mal die Lakaien hin. Komm, was hast du? Der hat vieles. Wenn er nichts setzt, dann wird er bitte. Oh. Oh. Ah, wow, da bringt mein Tornado echt viel, ne? Ich glaube, mein Elektro war nicht so gut. Auf jeden Fall setzen wir die Kobold-Gang da noch hin. Die wurde im Rambock nicht aufhaltet, also das ist eine schlechte Runde. Ich würde die Lakaien so gern töten. Den bringt er jetzt aber um, als Strafe. Ich hab nicht so einen geilen Gegner, finde ich, glaub, also euer Spieler. Der hätte besser sein können. Gut, auf der anderen Seite ist es nicht funky. Um ihn zu nerven, nur. Ich glaube, das reicht aus. Mein Funky lebt noch. Ich werde den seine Skeletten dann töten, wenn er die setzen sollte. Das ballerst du nicht. Das verballerst du. Na, schade. Wir kriegen Schaden, wir kriegen Schaden. Alles auf dem Fleck. Ja, okay. Komm schon. Den Hog Rider, also den Schweinereiter. Die Runde kann so knapp werden. Die werden sie aber gewinnen. Die werden sie gewinnen. Es ist so. Wir haben nichts zum Knallen über den Knall. Wir haben nichts zum Knallen über den Knall. Alter. Ah, obwohl, das können wir auch noch gewinnen. Das können wir noch gewinnen, das können wir noch gewinnen. Der Knall hat ausgereicht. Boom! Duo-Kampf gewonnen. Und du sollst in deinen Knall klappen. Nochmal mit demselben Typen. Okay.
noch mal mit ihm zu machen, ist auch was Gutes. Hier, das ist dasselbe Deck, der hat alles gleich. Wir haben alles gleich, beide. Gut, dann wird mich den Schweinreiter. Ich weiß schon deine Karten. Ich bring diese Walküre um. Ich weiß, der Schurke, der Funky war unnötig, sagen die meisten jetzt, aber der greift auch noch weiter an, der Funky. Ich weiß nicht, ob er weg ist. Also ich hab das komplett fertig. Der Funky greift ja auch noch weiter an. Ja, bringt ihn nicht viel geknallt. Das hat ihn was gebracht. Das war nicht so gut. Aber er hat einen Schlag bekommen, immerhin. Das war immerhin was. Der Magier wurde auch angezogen. Der Holzfäller kriegt noch kein Damage, der Feuergeist zuerst. Holzfäller schafft am Turm und verschrottet ihn. Der hat das Gift. Ich würde meinen, meine Koboldgänger hat trotzdem was gebracht, finde ich. Okay, der hat den Golem. Den Golem. Den Funke, den will ich gerne hinter dem Turm. Der Funke kann nicht so viel machen. Hinter dem Tower. Wenigstens hat er was gebracht. Gut, der Funky lebt noch vollständig. Okay, ich hab noch keinen getötet. Die töte ich auch noch schnell. Der Funky dahinter. Und der ist weg. Und der Magier wird den Funky eliminieren. Dann wird ich noch selber für mich einen Holzfäller. Einen Holzfäller. Der Bomber, damit der stirbt oder kein. Und Kyrie kriegt noch eins aufs Maul. Der Kyrie geht nach hinten. Schweinereiter kriegt Boost und. Ja. Wir sollten das eigentlich gewinnen. Falls nicht, war das eine tolle Runde zu leben. Es war schön zu leben. Ich glaube nicht, dass dennoch wir noch gewinnen können. Also wir können es, man kann es ja immer wieder noch gewinnen, aber es ist so fucking schwer für sie. Ja, guck mal, ich kann deine Selbst auch wegschleudern. Es war's. Bam, Ende. Und noch ein Duo-Kampf können wir von mir aus machen. Nice Folge. Noch einmal, okay, wir haben nur denselben Typen. Ich kämpfe danach off. Oh, mit dem weiter. Kobold fast eliminieren. Ich setz den auf der anderen Seite mal. Ich weiß auch nicht warum. Elektro kriegt sogar einen Schlag hin, was ich erstaunt finde. Nein. Ja, gut. Funky überlebt noch. Komplett okay finde, dass ich da. Nein, das war eh etwas schade. Wenn der Kampf zu lang gehen sollte, dann würde ich dafür sorgen, dass die Folge auch nicht so lang gefühlt hinterher.
Ja, diese Leute sind Kniffel. Der Backofen ist weg, dann kann er Funky setzen. Knallt die Hexe ab, fand ich okay. Lakaien werden sterben. Das ist hart, wer gewinnt. Ich denke sie, aber weil die Gift hat, ist es. Ich weiß es nicht. Wir können auch noch mit dem Ultra Push auch noch gewinnen. Aber ich push andere Seite jetzt. Mit Kobold Gang und Hort. Das sollen sie verteidigen, ja. Ja, haben sie auch sehr gut gemacht eigentlich. Aber wir kriegen so viel Schaden drauf. Das war so gut. Um sie noch abzulenken und Holz auf der Seite. Knall den Ofen ab. Ja, sehr gut. Halt. Mit dem Tornado habe ich versucht, den King Tower zu aktivieren. Ich glaube, das werden wir. Ah, es ist schwer zu sagen, wer das gewinnt. Grad, aber ich denke, die haben so viel Schaden verloren. Viel mehr Chancen haben wir zumindest auch wieder nicht. Obwohl, es steht ja wieder gleich jetzt. Oh! Auf der einen Seite haben wir so viel Schaden gemacht. Wenn wir nur noch verteidigen, können wir das gewinnen. Z-Kombination. Und wir haben gewonnen. Mit dem Funky noch am Ende. Wir hätten auch den anderen Ton bekommen, wenn wir noch Zeit hätten. Auf jeden Fall, Smile, du bist... Ich sag dir noch ein paar Sachen. Gut, aber wir beenden die Folge damit. Ich hoffe, euch hat diese Folge Clash Royale gefallen. Gebt einen Daumen hoch da, wenn ihr mehr Clash Royale sehen wollt. Abonniert mich auch, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und aktiviert die Glocke, wenn ihr keine Videos verpassen wollt. Aber dafür müsst ihr mich abonnieren davor. Ist halt eben so. Na, dann tschüss. Bye.